So, wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, hier beim Daytrading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gut drauf und wir gehen auch gleich in die systemische Kryptoanalyse. Hat sich einiges getan heute Nacht und im Laufe des Tages. Was haben wir gesehen? Bitcoin, 30-Minuten-Chart hier. Wir hatten einen Pump. Hat schon gestern Abend angefangen, in der Nacht und heute auch tagsüber. Sind wir hier oben hingepumpt, knapp auf die 18.400 US-Dollar. Ja. Wir haben dieses bullische Level, die blaue Sequenz hier, gefinisht und wir haben das gesehen, was ich euch gesagt habe, was ich sehen will vom Bitcoin, und zwar einen deutlichen Pump. Das waren jetzt hier zum Ausbruch bis hier oben hin, waren das ja knapp 5% an der Spitze. Das wollte ich sehen, das habe ich euch gesagt schon die letzten Tage. Mir fehlt das einfach hier in dieser Bewegung. Dieser Pump von 5% hat mir hier das Beispiel. Ich habe euch ja hier gesagt, hier waren es auch 5%. Und das müssen wir halt öfters sehen, um zu sagen, okay, wir sind jetzt hier etwas bullischer unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, Leute, muss ich euch immer noch sensibilisieren und warnen. Und zwar, obwohl wir jetzt hier diese blaue Sequenz rausgenommen haben und diesen kleinen Pump hatten hier, haben wir es trotzdem noch nicht geschafft, beim Bitcoin dieses High hier rauszunehmen. Ich habe euch gesagt, es ist wichtig, dass wir dieses High rausnehmen, damit wir uns dann hier auch mittelfristig etwas bullischer orientieren können, weil dann hätten wir hier diese schwarze Sequenz, wo wir hier haben, auf dem 1-Stunden-Timeframe sieht man es, ja, mit diesem Low hier, diesem Letztjahreslow und diesem High und diesem Wendebereich, wo wir jetzt hier auch die letzten Tage hier schön rausreagiert haben. Ja, hätten wir das High hier rausgenommen, dann wäre diese schwarze Sequenz hier bestätigt und wir könnten wirklich mit Preisen an die 21.000 US-Dollar die nächsten Wochen rechnen. Wir haben es noch nicht geschafft. Und wie gesagt, hier oben, oberhalb über uns hier liegt noch massig Resistance bei den 18.500 US-Dollar, bei den 19.100 knapp US-Dollar. Also diese ganze Bereich hier, das ist alles Resistance. Wäre gut gewesen für den Bitcoin, wenn er hier drüber geht. In diese Region an die 19.000 knapp. Er hat es nicht gemacht. Deswegen, das bearische Szenario ist immer noch nicht ganz weg. Aber ich bin etwas optimistischer gestimmt mittlerweile. Aber wie gesagt, dieses Szenario dürft ihr nicht außer Acht lassen. Dieses Level können wir jetzt rausnehmen hier unten. Hat sich nicht bestätigt. Wir haben die die bearische Sequenz, die interne haben wir gebrochen gehabt mit diesem Pump. Ja, nichtsdestotrotz, wir können uns auch hier beim Bitcoin, jetzt sollte die Korrektur kommen, was ganz normal ist nach so einer Aufwärtsbewegung, können wir uns, Stand jetzt, solange wir kein neues High bilden, uns bei 17.318 US-Dollar bis runter zu 16.959 US-Dollar positionieren für ein Long, dass wir dann hier diesen Entry mitnehmen. Und dann müssen wir hoffen, dass wir dann mit dieser internen Sequenz, wo wir bilden können, dass wir dann hier drüber gehen über dieses High in der Region hier. Ungefähr wären die Preisziele Stand jetzt. Kann ich euch kurz abmessen. Sollten wir direkt am 50er Level reagieren, werden die Preislevel ganz genau hier oben bei der schwarzen Box hier, was auch diese größere Sequenz hier finishen würde. Also, es sieht gar nicht so schlecht aus, aber denkt dran, das Bearische ist noch nicht durch. Diese Sequenz können wir rausnehmen, die haben wir komplett abgearbeitet. Also, das wäre mein Fahrplan für Bitcoin. Ich werde es hier auf jeden Fall mit einer Long probieren. Den Weg nach unten werde ich nicht shorten. Einfach aus dem Grund, weil wir hier in keinem Bärenlevel sind. Wir sind hier im Niemalsland. Das ist eine Area, wo der Markt entweder den hier machen kann oder den hier. Gibt es nichts hier. Wenn wir jetzt hier weiter oben wären, dann hätte ich gesagt, okay, hier bei den 19.100 hätte ich einen Short gewagt. Aber so, in dieser Area kann man nichts machen, meiner Meinung nach. Vor allem nicht auf den Timeframes. Auf dem 5-Minuten-Chart könnte man was machen, aber das ist dann etwas komplizierter. Das kann ich dann hier nicht so durchgeben, weil
das mit Risiko behafteter ist. Also nichtsdestotrotz, wir können uns hier positionieren und gucken, ob der Markt hier runter geht, ob jetzt oder ob jetzt hier weiterhin nach oben geht. Weil wir hatten das hier schon, wo ich euch die ganze Zeit gesagt habe, wo wir dieses High hier nicht rausgenommen haben. Das war hier, seht ihr, und da hatten wir auch dieses High nicht rausgenommen, wo ich euch gesagt habe, dieses High müssen wir rausnehmen, damit die interne blaue Sequenz bestätigt wird. Wir haben es hier nicht rausgenommen, haben hier seitwärts konsolidiert und dann hatten wir den Pump drüber. Und dann haben wir auch das interne Bearish Level hier in dem Bereich gebrochen. Deswegen kann auch sein, dass jetzt bei Bitcoin, dass es sich marktuntypisch weiterhin verhält und hier konsolidiert und dann wieder den Ausbruch nach oben kriegen. Aber ja, wie gesagt, ich darf nicht das traden, was ich denke, sondern ich muss mich ans System halten und nach System dürfen wir uns hier positionieren in diesem Bereich und gucken, wenn der Markt hier runterkommt, gut. Wenn nicht, dann steigt er höher und dann können wir uns die neuen Einstiege einzeichnen. So, bei Ethereum sieht es wieder ganz anders aus. Das habe ich ja schon seit Wochen und Monaten zu euch gesagt. Bei Ethereum sind wir um einiges bullischer als bei Bitcoin. Das sehen wir jetzt hier auch. Wir hatten hier diese grüne interne Sequenz. Die haben wir hier mit dem Ziellevel deutlich überschossen. Bei Bitcoin muss ich noch mal ganz kurz gucken. Da war es auch, ja, im Nachhinein auch deutlich überschossen, die Sequenz, wo wir hier bei Bitcoin hatten. Aber wir haben hier bei Ethereum jetzt mit diesem Pump gestern Abend und heute Nacht haben wir dieses High rausgenommen. Ja, die A, das, was wir bei Bitcoin, das wäre hier bei Bitcoin die A in dem Fall. Kann ich euch kurz so einzeichnen, dass ihr mal einen Vergleich habt. So. Also, bei Bitcoin haben wir es ja nicht geschafft, dieses A rauszunehmen hier. Und somit ist diese schwarze Sequenz noch nicht bestätigt. Bei Ethereum ist sie jetzt bestätigt. Ziellevel mit dieser schwarzen Sequenz. Wir haben bei 1608 US-Dollar bis hoch zu 1715 US-Dollar. Deswegen. Nach diesem Pump können wir auch bei Ethereum hier mit einer Korrektur rechnen jetzt. Einstiegslevel für diese schwarze Sequenz wären im BC-Korrekturlevel die 1285 US-Dollar bis zu 1240 US-Dollar runter. Hier kann man sich positionieren. Also hier werde ich es machen auf jeden Fall. Für einen Long. Und dann gucken wir mal, ob dann die Kraft hier dann reicht. Wie wir aufbauen, ob wir dann hier hochgehen und dann somit auch dieses bearische Level hier endlich rausnehmen, dass wir uns dann auch mittelfristig bis längerfristig bullischer aufstellen können bei Ethereum und auch bei Bitcoin. Aber wie gesagt, dafür müssen wir dieses High bei Bitcoin hier rausnehmen und am besten dann halt natürlich dann die Sequenz hier finishen, die aber noch nicht bestätigt ist, weil wir noch kein neues High generiert haben. So, das war's zu Ethereum. Diese Sequenz können wir jetzt hier rausnehmen. Die ist ja wunderschön abgeschlossen worden. Glückwunsch übrigens an alle, die mitgegangen sind hier. Ich habe ja mein Trade damals schon vor über einer Woche den Profit geschlossen, weil wir einfach hier nicht bullisch aufgebaut haben, in meinen Augen. Aber da sieht man, ich darf nicht einfach das traden, was ich denke, sondern ich muss mich an System halten. Nach System waren wir klar. Bullish, also es gibt Leute aus der Gruppe, die haben diese Trades weiterhin mitgenommen, die haben nicht Profite mit rausgenommen, sondern haben dann die Sequenz komplett bis nach oben durchgezogen. Glückwunsch an alle. War ein sehr, sehr schöner Trade von hier bis hier. Ja, also bei Ethereum, wie gesagt, 1285 US-Dollar bis 1240 US-Dollar runter. Da kann man sich auf jeden Fall long positionieren und gucken, ob sich dann ausspielt. Aber auch bei Ethereum muss ich hier auch immer noch warnen. Wir sind hier immer noch unterhalb des Bärenlevel. Das beginnt bei 1432 US-Dollar bis hoch zu 1550 US-Dollar. Also ja, aber wie gesagt, wenn wir hier diese Sequenzen finishen bei Ethereum und auch bei Bitcoin, würden wir erstmal diese bearischen Level rausnehmen und das wäre wichtig. Also, dass wir uns dann wirklich mittelfristig bis langfristig bullischer orientieren können. Müssen wir gucken, wie sich der Markt hier ausspielt.
Ja, und genau, ich habe heute Morgen auf Telegram eine Nachricht bekommen, eine ziemlich lustige. Es war keiner aus der Community, es war aus einer anderen Gruppe. Da hat er mich gefragt, warum mein Kanal Daytrading Germany heißt, obwohl ich doch eigentlich so lange Positionen mache. Also Positionen habe, die so lange offen sind und das sind ja Swing Trades und keine Day Trades. Ich habe es ihm versucht zu erklären, ob er es kapiert hat, also ob du es kapiert hast, falls du hier zuschaust. Ich kann es dir mal anhand von Ethereum mal zeigen, warum mein Kanal Daytrading heißt. Ja, und zwar sehen wir das hier. Wir können auch mit dem System, wo ich trade, wir können auch wunderbar Daytrades machen. Das ist eigentlich das, was ich mache. Das haben wir gestern auch in der Gruppe beredet. Und da hat mich die Tammy gefragt, ob ich jeden Tag trade oder jeden Tag Trades nehme, weil wir nehmen ja eigentlich bloß solche Trades mit, in der Regel, ja, wo auf etwas längeren Timeframe sind, ja, über mehrere Tage oder über eine Woche oder zwei, also wirklich Swing Trades. Ich will jetzt hier darauf eingehen, etwas genauer, und zwar mit dem System kann man natürlich auch wunderbar Day Trades machen. Müsste ich kurz gucken, ob ich hier eine Sequenz finde, bei Ethereum zum Beispiel in dem Fall. Ja, sehen wir hier. Hier wäre eine interne Sequenz noch gewesen auf dem 5-Minuten-Timeframe. Also 5 Minuten geht mit dem System auch. Wir hatten hier ein Low, hier ein High. So. Und dann wäre hier unser Einstieg nach diesem High, wenn der Markt runtergekommen ist. Wäre hier unser Einstieg, das markiere ich euch jetzt mal in blau. So, dann wäre hier unser Einstieg gewesen mit Ziellevel hier oben. Zeichne das hier kurz ein. Ich hoffe, der Fragensteller versteht jetzt, was ich ihm jetzt hier erklären will. So, das wäre jetzt hier eine interne Sequenz auf dem 5-Minuten-Timeframe. Dann können wir mal gucken, wie lange das hier gedauert hat, von Einstieg bis zum Erreichen des Ziellevels. Also ihr seht es hier, die Sequenz ist wunderschön abgearbeitet nach System. Und die Sequenz wäre jetzt offen gewesen bis zum Erreichen des Ziels 3 Tage. Ist zwar auch jetzt kein Daytrade, kein Intraday, aber für diese Marktphase, wo der Markt wirklich wenig Volatilität hat, sind 3 Tage jetzt auch nicht die Welt. Gilt immer noch, in meinen Augen, immer noch als Daytrade. Und solche Sequenzen nehme ich halt jeden Tag mit. Je nachdem, wie groß sie sind, wie viel Gewinn sie abwerfen. Ich habe ein Limit. Ich habe mein Limit gesetzt, dass ich jeden Tag Summe X ertrade und danach höre ich auf. Ob ich jetzt die Summe X in einem Trade mache oder in 5 Trades, das ist egal. Aber das ist das, wo ich dann auch mit der internen Gruppe, mit der privaten Gruppe, mit meiner privaten Gruppe dann nach und nach irgendwann mal, wenn die Leute soweit sind, in meinen Augen, dass wir dann das öfters durchgehen. Und da sehen wir hier, es waren jetzt in 3 Tagen, waren das knapp 9% Gewinn. Also wirklich easy Trade. Aber dafür muss man halt ein Auge haben. Ja, man muss auf den großen Timeframes das Auge haben. Okay, sind wir in einer bullischen Sequenz, sind wir in einer bearischen Sequenz? Ja, aber ihr seht hier, wir haben uns mitten in dieser großen Sequenz, hätte man sich hier positionieren können und dann hätte man das innerhalb von 3 Tagen 9% ohne Hebel gemacht. Mit Hebel natürlich, kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel das gewesen wäre für sich selber. Auf jeden Fall, das ist das, was ich eigentlich hauptsächlich trade. Ich halte selten eine Swing-Position offen. Und warum ich das so mache, ist einfach nur aus dem Grund, ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache mit Day-Trades, also mit Trades, wo wirklich 1 bis 3 Tage maximal laufen, mache ich mehr Gewinne. Ist halt so, weil gerade beim Kryptomarkt, der Markt kann plötzlich durch News oder durch irgendwas wenden. Da sind halt die ganzen schönen Gewinne futsch, wo man hier mitnehmen könnte, weil nach System zum Beispiel nehmen wir uns halt immer nach einer bestimmten
Prozent, ja, je nachdem, wie groß die Sequenz ist, nehmen wir uns Gewinne erst raus. Und das kann manchmal gut gehen, manchmal nicht. Deswegen ist für mich das Daytraden einfach lukrativer. Ja, aber das gehe ich dann immer mit der privaten Gruppe dann später drauf ein, wenn die Leute soweit sind, dass sie dann auch öfters traden können, als wir es im Groben lernen im SK-System. Das hat gestern auch die Tammy mich gefragt. Sie hat gesagt, sie ist da eher so etwas unruhiger. Sie will mehr traden. Ja, aber wie gesagt, Leute, Tammy, da muss man etwas geübter dafür sein und dann kannst du auch jeden Tag traden, bis der Arzt kommt. Glaub mir. Also, Marcel, ich glaube, Marcel hieß der liebe Kollege vom Telegram, wo mich gefragt hat. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Wie gesagt, mit dem Trade kann man wunderschön Daytrades machen. Jetzt war nur ein Beispiel an Ethereum, aber es gibt natürlich auch Altcoins, wo ich dann auch je nach Marktlage, Marktphase auch Daytrade machen, da sind es halt 5% am Tag locker drin. Ja, mit dem System kann man wirklich von 1 Stunden, 4 Stunden Tagestimeframe bis zu 5 Minuten runtergehen, aber umso kleiner der Timeframe wird, umso schwieriger, umso komplizierter wird es, aber umso mehr Gewinne kann man am Tag mitnehmen und ja, also liebe Leute, ich hoffe, der Fahrplan ist euch klar. Ich erwarte bei Bitcoin und bei Ethereum eine kleinere Korrektur in die besagten Level. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Bleibt mir gesund und wir sehen uns morgen zum Update-Video. Bis dann, euer Joe von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao.